Ja, hallo. Hier ist, ja, wer sind wir denn gleich nochmal? Kann mir mal jemand helfen? Hallo, hallo, hier ist Lena Isten TV mit dem Videoblog. Ja, und ihr seht heute, wer was denn? Die Proben der Mainzelmännchen, oder? Ich weiß nicht. Wir fragen einfach mal wen. Heute sehen Sie bei uns die Pressekonferenz mit Stefan Raab, Anke Engelke und Judith Rakas. Judith Rakas, was? Wie? Rakas, die kenne ich gar nicht. Und Judith Rakas. Und Judith Rakas. Und Judith Rakas. Viel Vergnügen. Los geht's, Anke. Ja. Mein Vater war ein Wandersmann und mir schlägt's auch im Blut. Drum wandre ich, solang ich kann und schwenke meine Hut. Und jetzt alle! Valerie! Valerie! Wir machen es gut hier vorne, vom Mettenhammer. Valerie! Valerie! Exakt! Valerie! Und schwenke meinen Hut. Sehr gut, kleiner Applaus für den Mann vom Metal Hammer hier vorne. Kurz mal aufstehen. Oh. Great, thank you. Hi, Christian Feld, ARD Tagesschau. Question. Ach, du schau. Ja. Oh, mein Kollege. Alles hallo, herzlich willkommen. Hi, Alistair Birch from Australian Radio. Australia, I'm so grateful to see you finally. God. L'Australie, 12 points. Australia, 12 points. Austria. Oh, sorry. Australien, 12 Punkte. I will explain you later what it means. Anyway, so the that's question. What people look like. When they're working for Deutsche Welle. Or maybe when I come back next year with Vada Hade Dudeda Part 2. And you will have a German song again. Ja, wir sitzen jetzt hier in unserem Lena Isten Opel Corsa. Und ich bin zwar eigentlich nur der Schnittmensch, aber zur Abwechslung habe ich auch mal was erlebt. Und zwar, während die anderen im Pressecenter waren, waren wir zusammen in der Fernsehsendung Show für Deutschland. Ja, und zuerst sind wir einfach mal planlos da rumgerannt, weil nichts zu sehen war. Was jetzt weniger daran lag, dass wir dumm sind, sondern eher daran, dass das Schild erst aufgestellt wurde, als die meisten schon da waren. Und ja, da kamen dann auch schon ein paar prominente Leute an, direkt zum Eingang, wo wir auch standen. So, also keine besonderen, so halt Lena, Johnny Logan und so. Thank you.
Und Matthias Obtenhövel, richtig. Der war zwar nicht dann in der Sendung, aber der rennt halt dort auch rum, weil er ja heute Abend noch Eurovision Total macht. Und ja, dann ging es los. Und wir durften natürlich nicht filmen da drin. Logisch. Fotografieren, filmen, ist glaube ich klar, geht auch nicht. Nur, dass Sie sich nicht wundern, wenn Sie gleich die Taschen abgeben müssen. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg zur deutschen Delegationsparty, wo die anderen schon warten. Wir kommen dort natürlich nicht rein, aber mal sehen, was man so draußen sieht. Wir sind hier im Medienhafen in Düsseldorf. Hier in diesem tollen Gebäude findet die deutsche Delegationsparty statt. Aber wir müssen jetzt erstmal was trinken. Alles neu, Anfang 2000er, alles gebaut worden, Ende der 90er, so um den Dreh. Schickimicki-Ecke, Preise entsprechend gehobene Klasse. Die Cola für 5,90, aber war auch 0,4. Ich bin der Berti. Oh, ihr habt mir eine Mail auch mal geschrieben, wegen des Geschenks. Da habe ich mich leider nicht gemeldet. Aber das macht doch nichts. Das war so in so einer Hochphase. Aber es tat mir so leid, dass ihr euer Geschenk nicht losgeworden seid. Ja, wann ist es denn eigentlich so weit? Am 23.05. hat der Geburtstag. Ja, Entschuldigung, dass ich den Geburtstag von Lena nicht auswendig kenne. Das war doch letztes Jahr auch in Norwegen. In Norwegen, genau. Wen haben wir denn jetzt von Norwegen? Ach, willst du schon? Ich will ja noch ein paar Superstars drauf haben. Ja? Du musst doch vorher fragen. Ich habe aber nichts Unvernünftiges gefragt, oder? Ja, Entschuldigung. Habt ihr noch ein paar Bändchen? Nee, darf ich dich denn filmen im Nachhinein? Gibt es mir eine Erlaubnis geben? Ja, gebe ich dir gerne sogar. Ja, danke schön. Denn wir haben nämlich auch noch ein paar Fans bei uns, die also zum Thema Sabine Heinrich bestimmt 15 Seiten vollgeschrieben haben. Was, um Gottes Willen? Ja, natürlich. Ja. Sehr viele Leute haben auch sehr viel geschwärmt von dir. Oh, danke schön. Wow, danke schön. Da! Please. This is Geta Jani from Estland, Estonia. Hi, welcome to Germany. Estland. Hi. Hi. Great. Thank you. Hi, Eric. Can I make a quick talk? Yeah, of course. Thank you. Thanks. Have fun. Wins. Okay. That's really good.